Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, das Steuerthema. Wir hatten es ja hier schon häufiger. Ich glaube, dass die sicherste oder andersrum gesprochen, ich glaube, dass das Beste und Motivierendste wäre, seine Steuern zu entrichten, wenn wir Steuergesetze hätten, die auch vom normalen Bürger verstanden würden. Und das Zweite ist, dass wir dazu kommen, dass vollkommen auch innerhalb der Europäischen Union zumindest einigermaßen überschaubare Steuergesetzgebung eingeführt wird. Aber das ist sehr, sehr leicht gesagt und sehr, sehr schwer getan. Wenn hier gefordert wird, dass die Steuerehrlichkeit einziehen müsse und dass Steueroasen oder die Schlupflöcher geschlossen werden müssten, dann stellt sich doch zunächst einmal die Frage, haben wir denn innerhalb der Europäischen Union unsere Arbeit denn schon erledigt in dieser Richtung? Da muss ich Ihnen sagen, Luxemburg hat bis heute Sonderabkommen. Luxemburg gibt keine Namen, Identitäten weiter, sondern hat sich entschieden, über eine Quellensteuer von 35% zu besteuern. Das Gleiche hat Österreich getan. Und dann stelle ich die Frage, was ist eigentlich mit Großbritannien? Was ist mit den Kanalinseln? Was ist mit Jersey? Was ist mit der Isle of Wight? Was ist mit Guernsey zum Beispiel? Die haben nicht nur ganz bestimmte Gesetze, die also sehr attraktiv sind, um dort Millionenvermögen zu parken, sondern die haben sogar eine eigene Währung. Innerhalb der EU Sonderbestimmungen. Das ist die Forderung, bevor Sie sich um irgendwelche Steueroasen in Panama oder sonst wo kümmern, sollten Sie zunächst mal hier gefordert haben, dass innerhalb der Europäischen Union wir zu einer Gesetzesgrundlage kommen, die dann auch praktisch umsetzbar ist für die Steuerbehörden. Ich nehme mal das Beispiel Schweiz. Mit der Schweiz war ein Abkommen geschlossen, das vernünftig war, das hätte einen unglaublichen Betrag in die Kassen des Finanzministers gespült, aber die SPD wollte nicht und jetzt geht Steuergeld jeden Tag verloren in unglaublichem Ausmaß. Und wenn Sie die Vereinigten Staaten von Amerika nehmen, das wird ja hier eben, wo das von dem grünen jungen Mann ja angeführt, dann sollte man doch auch mal bei der Wahrheit bleiben. Natürlich haben die Vereinigten Staaten von Nordamerika die Schweiz gezwungen, ihre Staatsbürger zu nennen, die dort größere Vermögen parken. Das hat funktioniert. Aber gleichzeitig, und das ist die Doppelmoral, haben wir seit über 100 Jahren in Delaware, in den Vereinigten Staaten von Nordamerika, eine Steueroase, wo auch Staatsbetriebe, große Anteile an Staatsbetrieben der Bundesrepublik Deutschland, Firmen gegründet haben. VW zum Beispiel. Wenn Sie da schauen, dann taucht da auf VW, da taucht Lufthansa auf und so weiter und so weiter. Also Sie sehen, so einfach, wie das eben die Grünen hier versucht haben, zu erklären, liegt die Lage natürlich nicht. Und es ist natürlich auch ganz klar, dass die eigenen Steuerbestimmungen in Deutschland so ausgestaltet sein müssen, dass eine Steuergerechtigkeit auf der Grundlage legalen Rechts möglich wird. Wie wollen Sie eine Standardisierung der Bemessungsgrundlage herstellen, was auch in diesem Antrag der Grünen steht, wenn gerade das auch ein Instrument der Stimulation von volkswirtschaftlichen Impulsen darstellt. Und Sie müssen sich schon daran gewöhnen, dass nicht die ganze Welt auf ihre Steuergesetzgebung sich festklopfen lässt. Wir haben es international mit ganz unterschiedlichen Rechtssystemen zu tun. Wir haben es international, Gott sei Dank, noch mit souveränen Staaten zu tun. Und die werden alles andere wollen, als eine Weltregierung zu installieren auf dem Sektor der Finanzen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist eine traurige Wahrheit, dass Sie mit Ihrer Gesetzgebung in der Bundesrepublik Deutschland zum Beispiel dafür gesorgt haben, dass zwar wir in Europa bei den ganz normalen Bürgern eine Steuerpflicht dadurch hergestellt haben, dass automatisch Meldungen erfolgen. Aber was ist denn mit den Trusts innerhalb der Europäischen Union? Die sind überhaupt gar nicht innerhalb dieser Abkommen, die geschlossen worden sind, inbegriffen.
Was ist mit den Stiftungen innerhalb der Europäischen Union? Nichts dergleichen ist formal rechtlich sauber gelöst. Sie machen hier eine Forderung auf und haben die Hausarbeiten noch längst nicht erledigt. Schauen Sie nach Gibraltar. Da sitzt der Sohn eines ehemaligen Stasi-Generals auf einem Felsen und verwaltet dort, nämlich ich spreche von Herrn Wolf, Markus, der Sohn, und verwaltet einen Fonds in Gibraltar in Milliardenhöhe. Und hier und da wird spekuliert, wie viel Hunderte von Millionen ehemaligen SED-Vermögens wohl dort verwaltet werden von diesem jungen Mann. Das sind Fakten, die Sie nicht vom Tisch wischen können. Wir werden selbstverständlich dem Antrag zustimmen, weil wir wollen, dass hier in Deutschland die Großen ihre Steuern entrichten, und wir sollten uns wirklich dann auf die großen Vermögen zunächst einmal konzentrieren, weil da auch am meisten betrogen wird. Das ist doch ganz klar. Aber alles, was ich dazu bisher gehört habe, Ihre Redezeit ist abgelaufen, ist graue Theorie. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.